CDU-CSU-Fraktion das Wort. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen. Zunächst mal, liebe Frau Kollegin Michalisch, darf ich mich wirklich sehr ernsthaft für Ihre anerkennenden und lobenden Worte für diesen Gesetzentwurf bedanken. Zum Kollegen Lutze darf ich sagen, es war ja eine interessante Rede, die Sie gehalten haben. Und man kann ja zu Ihrer Rede und zum Inhalt stehen, wie man will. Ich möchte die jetzt gar nicht bewerten. Nur eines steht fest, lieber Herr Kollege Lutze, diese Rede hat sich auf den falschen Gesetzentwurf bezogen. Ich erkenne da beim besten Willen keine Privatisierungskeule in diesem Gesetzentwurf. Das Gegenteil ist der Fall. Bei uns im Vorfeld waren eher die Vertreter der Luftfahrtwirtschaft, auch der Luftfahrtunternehmen, die sich eher darüber beschweren oder davor warnen, dass jetzt zu starke staatliche Regulierung stattfindet oder eine zu starke behördliche Einflussnahme bei der Zuverlässigkeitsprüfung. Also das Gegenteil dessen ist mit diesem Gesetzentwurf der Fall, was Sie in Ihrer Rede postuliert haben oder wovor Sie gewarnt haben. Und ich darf auch an der Stelle eines noch mal ganz klar sagen. Sie haben darauf hingewiesen oder Sie haben gefordert, es müssten endlich mehr Stellen bei der Bundespolizei geschaffen werden. Ich sage das jetzt hier auch ganz nüchtern. Kein Bundesinnenminister hat in so kurzer Zeit so viele Stellen bei der Bundespolizei geschafft wie unser heutiger Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Wir schaffen allein zwischen 2016 und 2020 über 7.000 neue Stellen bei der Bundespolizei. Das entspricht 20% der Belegschaft der Bundespolizei. Ich sage das hier auch mal ganz nüchtern und würde mir aber wünschen, dass sich manche Bundesländer da mal ein Beispiel dran nehmen. Also wir legen wirklich klaren Wert auf innere Sicherheit, und zwar nicht auf eine Privatisierung innerer Sicherheit, also keine Privatisierungskeule, wie sie hier an die Wand gemalt wurde als Horrorszenario, sondern wir setzen auf den Staat, wir setzen auch auf die Bundespolizei. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wenn man über Luftverkehrssicherheit spricht, sind dies immer sehr emotionale Debatten. Das war auch in den letzten Jahren so, schon mal bei der erstmaligen Verabschiedung des Luftsicherheitsgesetzes, auch bei der Frage der Zuverlässigkeitsprüfung von Privatpiloten, bei der Einführung der Körperscanner, bei dem Verbot des Mitführens von Flüssigkeiten im Handgepäck. Und ich denke, wir werden auch in wenigen Monaten, wenn es darum geht, die sogenannte PNR-Richtlinie, also die Fluggastdatenrichtlinie, in deutsches Recht umzusetzen, eine ähnlich emotionale Debatte wieder führen. Das ist natürlich auch das Ergebnis dessen, dass es immer um ein sehr großes Spannungsfeld geht. Millionen von Menschen in Deutschland und außerhalb Deutschlands legen Wert darauf, dass sie reibungslos verreisen können. Der Luftverkehr ist natürlich eine sehr wichtige Wirtschaftsbranche. Mobilität ist ein berechtigtes und auch ein sehr schutzwürdiges Interesse. Und natürlich ist ein gutes Luftverkehrssystem ein wesentlicher und unverzichtbarer Erfolgsfaktor für eine Volkswirtschaft wie die unsrige. Ich bin aber auch der festen Überzeugung und sage dies auch ganz deutlich, dass dieser Gesetzentwurf dem nicht widerspricht, ganz im Gegenteil. Weil so sehr jeder von uns und alle Bürger Wert darauf legen, dass sie möglichst unkompliziert und reibungslos verreisen wollen und können, genauso legen sie auch Wert darauf, dass sie sicher verreisen können. Und die Vergangenheit hat ja auf sehr schauderliche und sehr dramatische Weise gezeigt, dass sowohl Flughäfen als auch der Luftverkehr insgesamt sehr sensitive Ziele, insbesondere für islamistische Terroristen, sind. Und deshalb ist es richtig, dass mit diesem Gesetzentwurf das Schutzniveau für die Bürger erhöht wird. Ohne aber, und darauf lege ich auch Wert, dass die Belange der Luftverkehrswirtschaft außer Acht gelassen werden. Es ist schon darauf hingewiesen worden, es wird jetzt die Möglichkeit geschaffen, dass insbesondere bei sehr akuten und auch bei bestimmten Gefährdungssachverhalten das Bundesinnenministerium Flugverbote unterschiedlicher Art erlässt, sowohl gegenüber einzelnen Flugzeugen, aber auch gegenüber Arten von Flugzeugen. Es werden die Vorschriften für die Zuverlässigkeitsprüfungen verschärft, lieber Herr Kollege Lutze, eben genau gegenteilig, wie Sie es postuliert haben. Es reicht nicht mehr nur, dass insbesondere bei Mitarbeitern, die im Frachtverkehr tätig sind, und gerade der Frachtverkehr ist ein sehr sensibler, ein sehr sensitiver Bereich, dass es nur eine beschäftigungsbezogene Zuverlässigkeitsprüfung des Arbeitgebers gibt. Nein, wir gehen jetzt weiter und verlangen behördliche Zuverlässigkeitsprüfungen bezüglich dieser Personen, die im Frachtbereich tätig sind. Ich glaube, dass dies eine deutliche Verbesserung ist. Darüber hinaus setzen wir erforderlicherweise auch europäisches Recht um. Wir schaffen jetzt erstmals eine nationale Regelung für die Vorschriften der Zulassung und der Überwachung der Unternehmen, die im Rahmen der sogenannten sicheren Lieferkette im Frachtbereich tätig sind. Und wir konkretisieren die Verfahren
mit denen europäische Bestimmungen zur Kontrolle der Luftfahrtunternehmen in Deutschland umgesetzt werden, die entweder Luftfracht oder Luftpost von einem Drittstaatenflughafen außerhalb der Europäischen Union in die Europäische Union befördern. Und darüber hinaus schaffen wir erstmals ein bundeseinheitliches Zertifizierungs- und Zulassungsverfahren und eine Zertifizierungs- und Zulassungspflicht für die Unternehmen, die Luftverkehrskontrolltechnik, die Luftsicherheitskontrolltechnik herstellen, um damit einheitliche, und zwar einheitliche hohe Qualitätsstandards in der Luftsicherheitskontrolltechnik zu gewährleisten. Wir werden es in Zukunft auch so handhaben, dass Luftfahrtunternehmen und Flugplatzbetreiber jedweder Art auch allen luftsicherheitsrechtlichen Bestimmungen unterliegen, wobei es aber im Einzelfall auch die Möglichkeit von Ausnahmen gibt. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, dies ist ein sehr sachgerechter, ein sehr angemessener Gesetzentwurf in einem, wie von mir dargestellt, sehr schwierigen Spannungsfeld. Auf der einen Seite die klaren Interessen, möglichst unkompliziert und reibungslos zu verreisen, auf der anderen Seite die berechtigten hohen Sicherheitsinteressen sowohl der Passagiere als auch der Mitarbeiter an den Flughäfen. Und ich glaube, es ist nun mal die Aufgabe des Staates, wohlgemerkt, lieber Herr Kollege Lutze, in erster Linie für Sicherheit zu sorgen, für Sicherheit insgesamt, aber allen voran auch für Sicherheit im Luftverkehr. Und diesen erforderlichen Bedürfnissen trägt dieser Gesetzentwurf aus meiner Sicht in vollem Umfang Rechnung. Wir werden, liebe Frau Kollegin Mittag, eine Sachverständigenanhörung durchführen. Das ist auch richtig, das ist auch sachgerecht. Trotzdem sollten wir auch das Wort des Bundesinnenministers immer auch mit beherzigen. Wir stehen in einer erhöhten Bedrohungssituation und sollten auch das parlamentarische Verfahren bezüglich dieses wichtigen Gesetzentwurfs in der notwendigen Sachlichkeit, Seriosität, aber auch Zügigkeit durchführen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die SPD-Fraktion.